Und dann haben wir hier einerseits mal die 80er Weiche hier drin. Bis dann hier auch mit 80 dann rausgeht. Und zwar dorthin. Funktioniert nicht ganz. So, wir können mal kurz gucken. Das Gleis müsste eigentlich exakt auf der gleichen Höhe sein wie das andere hier. Sieht auch zumindest so aus. So, dann muss ich nochmal schauen. So, eine großzügige 80er Weiche. Wunderbar, das schließen wir hier an. So, dafür dann auch gleich die zweite Schiene weg. Das könnten wir eigentlich auch mit Highspeed machen, dann sind wir nämlich schneller da. Kriegen wir schneller die 80 hin. So, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann würde ich erstmal sagen, legen wir. Achso, können wir ja machen. So, jetzt müssten wir das noch irgendwie hier runter bekommen. Das tun wir im Groben und Ganzen auch. Ich mach das hier mal kurz weg, weil ich möchte das hier gerne mal alles einebnen. Was ist das hier? Was soll das denn? Ah, okay. Wenigstens geht's weg. So, so, so. Wunderbar, alles eingeebnet. Zum größten Teil. Noch nicht ganz. So. Jetzt machen wir ja hier schließlich wieder diese schönen Pond-Divers hier hin. Na, da möchte er ja schon keine Brücke mehr bauen. Habe ich das jetzt mit 100 gebaut? So, dort drüber wollen wir. Manchmal schlägt er ja auch vor. Ne, macht er nicht, okay. Müssen wir das alles hier ein bisschen absenken, damit wir eigentlich ziemlich lange unsere Brücke haben.
dann führen wir das dahin in etwa. Legen dann hier einmal die Trasse nach oben und könnten dann hier noch eine Weiche einbauen. So, auch mit 80. Selbstverständlich mit 80. Zack, zack, zack. So. Jetzt den Untergrund wieder in Ordnung bringen. Das versuchen noch eine. Okay, da hat er eine Kollision. Müsste eigentlich reichen. So, also wenn ihr bei YouTube immer zuschaut, aber bei den Livestreams nicht, dann habt ihr jetzt mal ein bisschen was erfahren von mir, wie ich persönlich baue. Ich mache, man kann fast schon sagen, ich verarsche das Spiel sehr, sehr oft. Und ich muss sagen, das macht mir mega Spaß, weil da kommen einfach ziemlich coole Konstrukte raus, wenn man die ganzen Mods verwendet, wenn man gerade hier diese Pond Divers verwendet und wenn man das dann alles so schön verarscht, dass die Brücke halt bis hier unten geht, das sieht dann doch schon deutlich besser aus und gefällt euch sicherlich auch mehr und mir gefällt es natürlich noch mehr. Oh, alles schön anpinseln. Oh, was haben wir hier oben eigentlich? Habe ich gar nicht geschaut. Okay, haben wir 105, das ist vollkommen okay. Genau, hier kommt noch eine großzügige 80er Weiche rein. So, wunderbar. Lackieren, lackieren, lackieren. Oh. Falls ihr diese Bobble habt, die könnt ihr einfach wegmachen. Geht mittlerweile. Habe ich auch nicht gewusst. So, hier sind wir auch schön dran. Gefällt mir sehr schön. Und dann haben wir doch hier eine, muss ich sagen, doch auch schöne Lösung gefunden. So, was ist, wenn ich das hier aufrüste? Dann hätten wir hier haben wir dann da? 95, okay. Dass wir das vielleicht schon ab hier oben beschleunigen. Einfach, einfach damit die Züge hier besser wegkommen. So, weil dann würde ich das nämlich hier auch schon machen. Ja, hier ist 100. Da ist 100. Da
ist auch schon 100 und das könnte man im Grunde auch alles schon zu 100 machen. Das andere lassen wir mal bei 80. So, wir setzen gleich die Schilderleinchen. Oh, hier ist auch 100. So, ab da haben wir 80, das bleibt da alles. Das bleibt ja alles so. Genau. So, so, so. Hier, das Gleis fehlt uns noch. Fast vergessen. Wie machen wir das? Machen wir das auch mit 100? Könnten wir auch 120 fahren lassen. So, genau, das machen wir wieder weg. So, der muss jetzt hier natürlich auch irgendwie dann mit 80 da reinkommen. Oder wir machen da... Moment. Andere Idee. Wir machen Gleis 3 und 4. Gleis 3 und 4 setzen wir mal auf die ID 4. Eine Kollision. So, genau. Und dann ändern wir mal die ID durch. Ja, mit 160 brauchen wir nicht. Das wäre noch mehr. Ja, wo muss denn jetzt? Gut, 30 brauchen wir auch nicht. Und das wäre 120. 100 wäre mir eigentlich lieber. Durchfahren lassen. Könnte man auch machen. Und auf der anderen Seite haben wir dann die 100. Das heißt, wir lassen das mal so. Weil dann brauche ich hier meine 120, was ich nicht habe. Könnten es ein bisschen kürzer machen. So. Wir könnten es aber auch so machen, wenn das Spiel so will. Ah, okay, alles klar. Und dann legen wir hier eine Weiche rein. Moment, hier ändern wir das noch schnell. Denn da steht ja das Signal dann in etwa hier. Dann mache ich hier kurz einen Schnitt rein. Und dann ändern wir sozusagen das alles hier noch auf 100 ab.
Okay, hier müssten wir dann wahrscheinlich sogar Highspeed nehmen. Okay, alles klar. Und dann machen wir da einfach irgendeine Weiche rein. Das ist mir jetzt auch völlig egal, was die hat. Ja, wenn wir die einfach jetzt so machen und dann fertig. So, dann schließen wir diese 80er Stücke hier wieder an, was wir da weggerissen haben. Hier haben wir 100. Hoffe, okay, alles klar. Jetzt ist die Frage, was wir hier mit dem umliegenden, ja, Berg machen. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt so tief gebaut habe. Naja. So, das füllen wir natürlich aus. Das füllen wir aus mit unserem Schotter. Setzen dann vielleicht noch ein paar Bäume dann dort rein. So, wunderbar. Hier könnten wir schon mal eine Signalbrücke hinsetzen. Und ist die Frage, ob hier... Moment, wo haben wir's? Tatsächlich, da passt mir eine hin. Dann würde ich fast schon 3 oder 4. Wären sogar 4 gleisig, so. Weil dann wäre hier nämlich auch ein Vorsignal. Direkt vor dem Masten. Echt jetzt? Wie ist das so? Das ist gleich im Masten. Na toll. Jetzt aus? Ja, jetzt sieht es schon besser aus. Wunderbar. So, hier brauchen wir ein sag schon, ein Ausfahrsignal. Mein Gott. Wenn einem die Worte fehlen. Was denn? Ein einfaches Ausfahrsignal. Ohne Vorsignal gibt es gar nicht. Okay, dann setzen wir halt eben das. Okay, oben setzen wir dann ein KS-Signal. Ich weiß, die werden normalerweise nicht zusammen gemixt. Aber bei mir wird es jetzt einfach zusammen gemixt. Oh. Jetzt bräuchte ich hier noch schnell für dieses Vorsignal die Beschilderung. Ist das 40 Meter? Kommt mir so lang vor. So, einmal, das nächste ist dann hier, und das nächste wäre hier. Cool, dann könnten wir hier, Moment,
Dann könnten wir hier gleich das nächste Signalbrücke machen.